Wir sind der Firma Dr. Reckhaus auf der Biofach in Nürnberg begegnet. Für mich ist wichtig, dass wir die Umwelt so wenig wie nötig belasten. Also der erste Eindruck war eigentlich, kann das zusammenpassen, dass jemand, der eigentlich Insekten tötet, dann doch, sagen wir, sich dafür einsetzt, diese Insekten wieder zu schützen. Das Bewusstsein für die Bedeutung von Insekten und einen respektvollen Umgang mit den kleinen Lebewesen zu fördern, das ist das Ziel von Insekt Respekt. Der Nutzen, den Insekten für die Natur und den Menschen stiften, ist ebenso vielseitig wie unschätzbar. Also wir seitens von Naturschutz sind natürlich immer darum bemüht, dass man gar nicht muss Ersatz schaffen, sondern dass man das Tier selber leben lässt. Das ist die erste Stufe. Wenn man das nicht kann, dann sind die Ersatzmaßnahmen ganz wichtig. Das macht man auch in anderen Bereichen. Für mich stimmt das, der Ausgleich. Und eben, ich denke, für die Natur sind ganz kleine Dinge, die jeder immer mehr tut, ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft, für die kommenden Generationen. Dazu möchte ich einen kleinen Beitrag leisten und die Kunden auch motivieren, dieses Denken, soweit sie können, zu übernehmen. Frau Stocker, ich darf Ihnen jetzt, das ist jetzt ein entscheidender Moment, das müssen wir jetzt auch fotografisch festhalten, Ihnen tatsächlich das erste Produkt übergeben. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg damit. Und danke, danke für das Vertrauen. Vielen lieben Dank für euren Sinnlosswandel, für die tollen Initiativen, die ihr ergriffen habt. Wir wünschen uns, dass alle Insektizidhersteller ein Umdenken einsetzen und jeder etwas ändert. Das Wunderbare war einfach, dass das Produkt nicht nur das Produkt an sich betrachtet, sondern den Gesamtzusammenhang des Fliegenfangens und der Bedeutung auch der Insekten für die Landwirtschaft, für die Menschen, dass das alles mit einfließt und bei der Produktion mit beachtet wird. Das macht für uns ein nachhaltiges Produkt aus und deswegen ja, waren wir sofort begeistert von der Fliegenfalle und haben die jetzt hier im Fairmarkt. Ohne Insekten würden wir Menschen nur wenige Monate überleben. Sie haben einen viel größeren Nutzen, als wir vermuten. So geht zum Beispiel ein Drittel aller Lebensmittel auf ihre Bestäubung zurück. Wenn das Modell Schule macht, dann sind wir auf einem guten Weg.